Hallo liebe BVB-Fans, eins steht schon vor dem Anpfiff des 180. Revier-Derbys zwischen Schwarz-Gelb und Königsblau fest. Es wird sicher das Ungewöhnlichste in der fast 100-jährigen Historie dieses Traditionsduells. Ich freue mich aber sehr, dass ich jetzt drei Derby-Helden begrüßen darf, mit denen ich über den anstehenden Revierschlager sprechen möchte. Zum einen Ebi Smolarek, Roman Weidenfeller und Lars Ricken. Was für eine Besetzung. Überragend. Ja, Lars, Michael Zorc hat auf der Pressekonferenz gesagt, da blutet einem das Herz, wenn man an das Derby ohne Zuschauer denkt. Du als Dortmunder Junge, du bist wie Michael ein Dortmunder Junge, und natürlich auch mit dem Derby groß geworden. Wie sieht es denn um dein Fußballerherz aus? Ja, erstmal leidet es natürlich, ja, dass wir nicht ins Stadion gehen können, dass wir es nur im Fernseher oder im Netradio hören dürfen. Ja, jetzt schon mal der Hinweis, dass du im Netradio dabei bist. Das war ganz schlau, Lars. Ja, danke, dass du es erwähnst. Dann muss ich es nicht selber lassen. Machen. Ja, für mich waren Derbys natürlich als Spieler auch immer was Besonderes, aber auch in meiner Funktion als Funktionär, als Nachwuchskoordinator natürlich, wenn du ins Stadion gegangen bist und auch so ein bisschen das Flair drumherum beobachten durftest in diesen Spielen, da knistert es einfach. Da ist eine ganz außergewöhnliche Stimmung. Es wird auch gar nicht immer so viel gesungen, wie, glaube ich, bei anderen Spielen, weil auch die Südtribüne sich ganz gebannt immer auch die Situation des Spiels anschaut. Deshalb ist es, glaube ich, immer eine ganz besondere Stimmung. Und deshalb blutet das Herz ein bisschen, dass ich im Gegensatz zu dir leider nicht im Stadion sein darf. Ja, aber für mich ist so richtig lustig ist das auch nicht. Das kannst du dir sicherlich vorstellen. Ebi, Dortmund gegen Schalke ohne Fans. Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Oder hast du so etwas schon mal oder sowas Ähnliches schon mal erlebt? Nein, ich habe das noch niemals erlebt und so ein Derby-Spiel ist für Fans ganz wichtig, auch für die Spieler. Es wird ein komisches Spiel, sage ich mal, weil die Spieler müssen auch akzeptieren, dass kein Fans auf die Tribüne sitzen. Und ich weiß nicht, ob das leicht ist, weil so eine Situation hat keiner erlebt, glaube ich. Und Ebi, doch. Das haben alle schon erlebt in der C-Jugend, als sie ganz klein waren. Da war das, da haben alle erlebt und da geht es jetzt wieder hin zurück. Ist schon erstaunlich, ne? Ja, ich habe das noch nicht erlebt. Roman, du bist jetzt, Entschuldigung, wer wollte was sagen? Ja, ich wollte nur sagen, bei Ebi waren sogar in der C-Jugend schon Tausende von Leuten, einfach nur um Ebi schon bei seinen Toren zu sehen. Selbst da sind sie schon gekommen. Ja, stimmt, ja. Das stimmt. Roman, du bist jetzt auch seit knapp zwei Jahrzehnten ein enger Begleiter des Revierderbys, ob auf dem Platz oder zuletzt, selbst als Zuschauer auf der Tribüne. Mit welcher Stimmungslage gehst du denn in das Spiel am Samstag? Ja, zum einen freue ich mich endlich mal, dass der Fußball wieder weitergeht, weil ich glaube, das haben wir alle am allermeisten vermisst. Und dass der Fußball direkt, oder dass der Restart direkt mit dem Derby halt eben auch wieder startet, ist natürlich sensationell. Das Einzige, was wirklich fehlt, sind die Fans. Ich hatte das Glück gehabt, 24 Derbys zu spielen. Und von daher weiß ich, glaube ich, auch, wie besonders so ein Spiel ist. Es ist kein normales Spiel, weder für die Spieler noch für die Zuschauer, noch für das ganze Umfeld. Man spricht wochenlang im Vorfeld darüber und natürlich auch Tage noch danach. Wenn ich schon mal so drei Derby-Helden bei mir habe, dann muss ich natürlich auch mit euch über eure Heldentaten sprechen. Lars, ich fange mal bei dir an. Da du von meinen drei Gästen heute die beste Derby-Bilanz hast, welches sind deine schönsten Erinnerungen an die Duelle mit den Revieren? Ich habe auch 25 Jahre in Dortmund gespielt. Deswegen ist sein Derby-Bilanz das Beste. Aber Ebi, bei solchen Videokonferenzen kann man sein Mikrofon auch ausschalten. Ne? musst du selber wissen. Ja, die Holländer sind immer sehr direkt. Holländer, ich bin Cola. Wann war das denn? 2005, 2-1 auf Schalke gewonnen nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren wir auf Schalke nicht mehr gewonnen hatten und mit Toren von Sebastian Kehl, glaube ich.
und ich dann das zweite Tor, ist insofern in Erinnerung geblieben, weil es mit Abstand das schlechteste Bundesligaspiel war, was ich jemals gemacht habe. Aber das Tor gemacht und darf mich jetzt selbst hier bei dir dafür noch feiern lassen. Und wann war es noch? Ich glaube 98 gegen Schalke auf damals noch im Parkstadion, halbrechte Position, bekommt von Ruben Sosa den Ball, Jens Lehmann, mein Schalke an dem Tor. Ich will den Ball von halbrechter Position links unten reinhauen. Der Ball rutscht mir über den Schlappen und schlägt rechts oben im Winkel ein. So soll es sein. Ja. Ja, ist glaube ich sogar Auswahltor des Jahres. Also das waren so meine persönlichen Highlights auf Schalke, zweimal getroffen und zweimal gewonnen. Ja, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen. Das war 2005, aber da sind wir uns einig. Ich bin gespannt, bin ein bisschen verwundert, dass sich Roman noch nicht gemeldet hat, weil er war bei dem Spiel der Matchwinner. Auch mit dabei, ja. Nein, nicht der Matchwinner. Ich glaube, derjenige, der hinterher das Tor erzielt, ist immer ganz weit vorne. Und ich war dem Lars sehr dankbar, dass er das Ding hinterher noch einen Knick reingeknallt hat. Aber für mich war es auch eines der besonderen Derbys. Und es war seit langer Zeit mal wieder der Derby-Sieg auswärts auf Schalke. Und wie wir dann hinterher auch empfangen wurden durch unsere Fans am Ramelow, das war ja sensationell. Da läuft es mir jetzt noch kalt den Rücken runter und ich habe eine totale Gänsehaut. Dann erinnere ich mich auch ganz gerne auch an das Derby zu Hause im Signal Iduna Park, als wir dann den Schalke dann die Meisterschaft versaut haben. Da komm, lass doch, wir sind doch noch nicht durch, jetzt nimm doch nicht alles vorweg. Ach so, komm doch, was? Ja, ich wollte dich fragen, ey, wir waren doch gerade bei dem Spiel 2005. Dann da reden wir über 2005. Dir, war das vielleicht gut. Eins deiner besten Spiele im Dress von Schwarz-Gelb? Ja, das will ich nicht so sagen, aber es war schon weit vorne und es hat eine besondere Bedeutung gehabt und von daher ist es natürlich auch immer noch ganz präsent in meinem Kopf. Ja, wir waren ja damals sogar so arrogant und haben uns, ich weiß nicht mehr, Nobby, vielleicht kannst du mir das sagen, das genaue Datum, das haben wir im Vorfeld uns schon auf das Trikot kleben oder sticken lassen, weil wir uns so sicher waren, dass, was, ich weiß nicht mehr genau, irgendwann 12. Mai sogar oder sowas? 12. Mai, ja, es kann gut sein. Das haben wir uns aufs Trikot sticken lassen, weil wir so sicher waren, dass wir endlich mal wieder auswärts einen Derby-Sieg holen. Nobby, das war gestern vor 15 Jahren, am 14.05. Danny kommt gerade hier rein und sagt das. Das 14.05. Kock? Ja, das ist sensationell. Ja, überragend. Also, dass ihr euch daran erinnert, finde ich jetzt schon gut. Ja, das siehst war du mal, wie außergewöhnlich das war. Ihr seid ja auch außergewöhnliche Spieler vom Roman, am Ende war es fast so ein Privatduell zwischen dir und Lincoln. Den kanntest du ja schon aus Kaiserslautern. Ihr seid immer noch befreundet. Genau. Weißt du, ob er heute noch schlecht von dir träumt? Ja, von dem Spiel auf jeden Fall. Ich habe den im Vorfeld so dermaßen auch die ganze Zeit vollgequatscht, dass der nur eine Chance hatte, mir die ganze Zeit in die Hände reinzuschieben. Und nicht mal zu schießen, sondern zu schieben. Also er war hinterher völlig fertig mit den Nerven und ich musste mich echt auch ein bisschen um ihn kümmern. Ja, war einfach für uns Dortmunder, uns Schwarz-Gelbe, war es natürlich sensationell. Und Lincoln konnte es verschmerzen und wir haben uns danach noch öfters gesehen, ist mir auch nicht sauer. Also von daher alles und hat dir auch keine geknallt. Hat mir auch keine geknallt, ja. Hätte sich auch nicht getraut. Da bist du ein bisschen kleiner als du. Roman, ich glaube, dass du deine Gegner vollquatscht, war nicht nur in diesem Spiel, sondern hat sich durch deine komplette Karriere, sowohl im sportlichen als auch im privaten Bereich. Danke. Irgendwie muss die Leute einschüchtern. Okay, wir kommen mal zu einem Derby-Sieg, wo ihr alle drei mitgewirkt habt. Das war 2007. Ebi, dein einziger Derby-Sieg, leider, aber sicher einer der schönsten in der BVB-Geschichte. Wie oft wirst du noch auf das Spiel angesprochen? Wenn ich in Deutschland bin, oft. Nein, das war für mich auch persönlich ein unvergessliches Spiel. Die Atmosphäre im Stadion und wenn man ein Tor macht und man geht und man schießt ein Tor und feiert das mit den Fans, ja, das vergesse ich niemals in meinem Leben. Und das Gefühl kann man nicht umschreiben eigentlich. Ich habe mich sehr gefreut, nicht nur. Ach was? Nicht. Jedes Spiel ist wichtig, aber ich bin nicht aufgewachsen in Dortmund. So, ich wusste nicht ganz genau, was ein Derby-Spiel ist. Ja, in Holland, Feyenoord gegen Ajax, aber Dortmund gegen Schalke.
ist natürlich wichtig. Für die Jungs, die in Dortmund gespielt haben, ganze Jugend. Für mich war erst nach dem Spiel, habe ich gesehen, wie wichtig das war für Fans. Und auch, ich war bei dem Abschiedsspiel von Roman und die Fans haben mich auch erinnert an das Spiel, was ich gemacht habe, was wir als Team gemacht haben. Und ich habe mich sehr gefreut und bin ganz glücklich, dass ich bei BVB gespielt habe und ein Derby-Spiel gewonnen habe in unser eigenes Stadion. Jetzt ist es so, alle haben das Tor natürlich vor Augen, weil in jedem Rückblick wird das mit reingeschnitten, weil das natürlich auch so wichtig war. Mal die Frage, und ganz ehrlich, wenn ich dir den Ball 100-mal hinwerfe, wie oft schießt du den da hinten in die Ecke, wo du ihn reingeschossen hast? Ja, manchmal muss man Glück haben, aber das war auch im Training. Man trainiert so oft und ich weiß nicht, das war ein Gefühl. Man kann nicht sagen, dass es nur Glück war, weil oft trainiert und Roman war auch... Ich wollte gerade sagen, also er musste bei mir schon ganz genau schießen, deswegen hat er da auch das Ding so reingezimmert. aber hat er es ja schon aber, früh mit vielen Zuschauern... An die Jubelszene erinnern? An die Jubelszene noch von Ebi erinnern? Wie der auf dem Zaun stand? Ich weiß es noch ganz genau. Auf dem Zaun, dann so. Ja, natürlich. Richtig. War das geplant, Ebi? Nein, er kam ja gar nicht mehr runter. Nein, ich wollte über den Zaun springen, aber ich weiß nicht, das ob er so eine gelbe Karte kriegt oder eine rote Karte. Aber nein, das war ein Gefühl, es war ein gutes Tor und die Fans, die waren verrückt und haben sich gefreut. Ja, dann wollte ich bei sein eigentlich und es war ganz schön. In dem Moment war ich auch Ebi Smolarek-Fan. Lass, du hattest damals aber nicht unter... nur in dem Moment, keine Sorge. Lars, du hattest damals unter Trainer Thomas Doll einen etwas schwierigeren Stand. Bist Ende März sogar zur zweiten Mannschaft versetzt worden. Aber bei diesem magischen Spiel im Mai warst du zumindest wieder auf der Bank. Wie war es für dich als Dortmunder Jung, dass ich als BVB den Blauen ins Meistersüppchen gespuckt habt? Ja, das war natürlich eine große Genugtuung. Ich meine, die Schalke hatten ja, glaube ich, auch schon... Sekt angekündigt, dann irgendwie oder in Unterhose oder vielleicht sogar nackt dann zurück nach Gelsenkirchen zu gehen, wenn sie es denn schaffen würden und so weiter. Also dementsprechend war es, glaube ich, ein extrem, sehr befriedigendes Gefühl für uns. Und auch wenn ich nur auf der Bank war, war ich natürlich Feuer und Flamme und habe mich extrem, extrem gefreut. Natürlich als Dortmunder Jung, der mit der Rivalität dann auch irgendwo sogar erzogen wurde. Ja, also ich will nicht sagen, was ich machen musste, wenn wir mal mit meinem Vater am Parkstadion vorbeigefahren sind an einer Autobahn, welche Finger ich dann zeigen musste. Aber ich glaube, das hat sich halt, also bei mir zumindest, das war immer eine sportliche Rivalität. Und ich glaube, davon lebt ja auch die Bundesliga. Und es ist ja auch nicht so, dass die Schalker uns immer wohlgesonnen war. Ja, Romans Torwartkollege Jens hat ja auch mal ein Tor gegen uns geschossen. Allerdings haben sie natürlich auch 95 und 96 gehörig dazu beigetragen, dass wir Deutscher Meister geworden sind. Gegen Bremen und Bayern München in den Jahren gewonnen. Aber Dankbarkeit werden sie dafür nicht bekommen. Also die Schalker waren auf jeden Fall an dem Tag froh gewesen, dass der Bus dann doch noch bei uns im Stadion stand. Die haben sich dahinter extrem alle im Bus verkrochen und das war auch für sie das Beste, so aus dem Stadion rauszukommen. Das ist dir hängen geblieben von diesem Spiel, Roman? Ja, na klar, weil natürlich die Laute waren ja am Anfang ganz groß, dass man wirklich zu Fuß nach Gelsenkirchen zurückmarschiert und also da haben wir ja mal ganz kurz mal einen Strich durch die Rechnung den Kameraden. Dann auch fabriziert. Roman, es war ja nicht unverdient. Es war ja eine ganz klare Nummer. Ja, an die Spiele erinnere ich mich auch. Ich habe die ganz tolle Gabe, da ich verlorene Derbys komplett auf meiner Festplatte lösche. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Aber das weiß ich jetzt wieder. Roman, du hast insgesamt die zweitmeisten Derbys in der BVB-Geschichte absolviert. Gibt es Momente, gibt es Spiele, neben den gerade erwähnten beiden Spielen oder Siegen, die noch richtig in Erinnerung sind? Ja, leider mein letztes Derby.
Ich hätte es eigentlich schon ganz gerne verdrängt, aber ehrlich gesagt hat mir das schon eine schlaflose Nacht auch bereitet. Wir waren ja 4-0 in Führung und haben es aber leider dann nicht geschafft, auch dann die Partie auch zu Hause zu behalten. Wie wir es hinterher noch abgeben konnten zum 4-4, und das war schon eine gefühlte Niederlage, obwohl es ein Unentschieden war. Das war eigentlich unglaublich. Man spricht zwar jetzt auch öffentlich von einem Jahrhundert-Derby, aber ja, ich hätte gerne nur einen normalen Derby-Sieg errungen. Das hätte mir eigentlich mehr gebracht. Ich habe noch, man wird ja öfter mal gefragt, so im Laufe der Zeit, was war denn schönster Sieg? Und dann habe ich immer gesagt, ich glaube, es war 2007 oder 2008. Der schönste Sieg war das 3-3 gegen Schalke. Da erinnere ich mich auch noch dran. Das war auch, das war auch mal 0-3 waren wir hinten und da hat Alex Frey zugebombt. Lars, der BVB wartet jetzt inzwischen seit 5 Jahren auf einen Heim-Derby-Sieg. Jetzt müssen wir auch noch ohne die Unterstützung unserer Fans auskommen. Worauf kommt es deiner Meinung nach an, um endlich mal wieder zu Hause einen schönen Derby-Sieg zu feiern? Ja, ja, wie du richtig sagst, ich habe es ja auch am Anfang schon gesagt, also unsere Fans oder das Stadion an sich hat uns natürlich schon immer extrem nach vorne gepusht, gerade in solchen Spielen. Darauf müssen wir verzichten, die Schalke allerdings auch. Dementsprechend wird es darauf ankommen, wer bringt seine Qualitäten am besten auf den Platz, wer kann seine Stärken am besten durchbringen. Wer kommt mit diesen ganzen Rahmenbedingungen am besten zurecht? Und ja, dementsprechend wahrscheinlich schon auch ein Stück dann großes Wort, die Mentalität, wie gehe ich auf den Platz, wie nehme ich das alles an? Und dementsprechend ist, glaube ich, gut, dass das erste Spiel jetzt gegen Schalke, alle sind total. Ich glaube, das wird jetzt in den nächsten 24 Stunden auch noch kommen, sensibilisiert für dieses Spiel. Es ist nicht nur Wiederaufnahme des Spielbetriebs, sondern es ist Schalke. Nach oben schauen wir. Wir müssen natürlich auch ein bisschen nach hinten gucken. Deshalb hat dieses Spiel schon eine deutliche Brisanz. Und deshalb, glaube ich, gehen die Jungs da extrem diszipliniert und fokussiert im Spiel. Und ich glaube, dass wir individuell die bessere Mannschaft sind. Und dementsprechend hoffe ich, dass es dann gemeinsam als Mannschaft dann auch auf den Platz bringt. Das hoffe ich auch. Ebi, ich befürchte, an den Zaun wird wohl kein Spieler springen. Wie würdest du denn ein Derby-Tor bejubeln, wenn keine Fans da sind? Ja, das weiß ich nicht. Ein Tor ist immer ein Tor und man freut sich immer. Aber ja, ich habe das noch niemals erlebt, dass ich ohne Fans gespielt habe. Es ist schwierig, die ganze Situation, was wir jetzt haben, ob es in Deutschland ist, in Polen oder in Holland, es ist für die Fans nicht einfach, auch für die Spieler ist es nicht einfach. Aber man muss 100% konzentriert sein auf so ein Spiel, auch ohne Fans, weil es ist auch ganz wichtig, um so ein Spiel zu spielen. Es ist kein, wie sagt man das, ein Trainingsspiel, aber es ist ein Spiel um Punkte. Und das glaube ich auch, dass die Jungs das wissen und auch so spielen, dass man für etwas spielt. Ich bin gespannt, was wir da dann am Samstag gegen die Gelsenkirchener sehen. Abschließende Frage an jeden von euch. Ich fange mal mit dir an. Ebi, wo schaust du das Revierderby? Kannst du es gucken? Und natürlich deinen Tipp würde ich gerne hören. Ja, live weiß ich nicht. Zu Hause in Holland. Auf den Computer, denke ich. Ich hoffe, wie immer, dass Dortmund gewinnt. Aber wenn es ein unentschiedenes Spiel ist, ist es auch okay? Nein. Ja, doch. Aber die Situation ist es. Wie bitte, Ebi, was meinst du? Verständigung ist gerade so schlecht. Mach das Mikrofon aus. Nein, ich glaube 2-1 für Dortmund. Ah, ja, jetzt bist du wieder klar und deutlich durchgekommen. Lars, was glaubst du? Ja, also du hast ja gerade schon gesagt, wir sind beim Netradio, um es nochmal zu erwähnen. Im Netradio bist du, ne? Ja, genau. Allerdings aus der Geschäftsstelle, nicht vor Ort. Ein klarer 1-0-Sieg für uns. Jetzt kommt der Keeper. 3-1 für Dortmund. Und du schaust auch zu Hause? Ich schaue in München das Derby aus dem Grund, weil wir du am Sonntag bei Thomas Helmer bist.
weil ich zum einen bei Thomas Helmer bin am Sonntag im Doppelpass und zum anderen dürfen wir ja nicht ins Stadion reinkommen und dann reise ich direkt schon am Samstag an, um eben mir dann komplett auch das Derby in aller Ruhe anschauen zu können und den Überblick auch in der Bundesliga zu haben. Super, Roman, vielen Dank. Roman, ja? Roman, geh vorher nochmal auf die Sonnenbank, du siehst so blass aus. Das ist vielleicht der Lichteinfall hier. Ich weiß auch nicht. Macht euch keine Sorgen. Alles klar. Also ihr drei, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Drückt unseren Jungs die Daumen. Bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Tschüss, macht's gut. Danke. Gerne. Ciao. Also ciao, danke, Nobby. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao.